Hallo und herzlich willkommen wieder auf Vitomalia. Ich bin der Louis. Und ich bin die Paulina. Und in diesem Video widmen wir uns ein Thema, und zwar Zerren, was das Zeug hält. Was ist ein Zerrspiel? Wie bauen wir das Ganze auf? Und. In diesem Sinne, viel Spaß. Wir spielen ziemlich gerne mit unseren Hunden Zerrspiele und vor allem unsere Amalia ist ein richtiger Zerrfreak. Viele wissen gar nicht, was man mit Zerrspielen so alles anfangen kann, und wir finden, dass Zerrspiele was ziemlich Gutes sind, denn man kann sie als Belohnung einsetzen, man kann aber auch Zerrspiele mit ins Training integrieren und vor allem man lernt sehr gute Impulskontrolle, beziehungsweise der Hund lernt sehr gute Impulskontrolle mit sogenannten Zerrspielen. Du siehst also, man kann mit Zerrspielen sehr viel bei einem Hund bewirken. In der Vergangenheit war es so, dass wir oft darauf angesprochen haben, dass Zerrspiele Hunde aggressiv machen und vor allem aggressiv gegenüber Menschen. Das ist nicht so, aber dazu haben wir ein Video gemacht, das könnt ihr euch gerne mal anschauen, indem ihr einfach auf den Link hier oben gerade dran kurz draufklickt. In diesem Video wollen wir jetzt genau darauf eingehen, was ein Zerrspiel ist, wie man das Ganze aufbaut, was es für unterschiedliche Möglichkeiten von Zerrspiele gibt, und zum Schluss wollen wir noch zusätzlich die Regeln durchgehen, denn jedes Spiel beginnt und endet mit Regeln. Wir möchten dir zeigen, was bei einem Zerrspiel beachtet werden sollte und welche Trainingserfolge du mit Zerrspielen fördern kannst. So kommen wir jetzt erstmal zu der Frage, was ist überhaupt ein Zerrspiel? Zerrspiele sind eine Art von Beutespiel, bei dem der Hund einer Beute bzw. in dem Fall in einem Spielzeug hinterherjagt und später auch daran fetzt. Es ist ein Grundbedürfnis von jedem Hund zu beißen, und es gibt die Hunde bzw. zu jagen, und es gibt natürlich die Hunde, gerade so Terrier wie unsere Hunde, die es mehr benötigen, und dann gibt es Hunde, die es weniger benötigen. Und mit einem Zerrspiel bewirkst du eben, dass du kontrolliert diesem Beutetrieb eines Hundes nachgehen kannst und das Ganze auch kontrolliert aufbauen kannst. Das heißt, du kannst dann auch später mal in Ernstsituationen, wenn du zum Beispiel mit deinem Hund im Wald unterwegs bist, dann regeln, wie der Hund gerade in so einem Trieb reagiert, weil du das schon vorher in einem Spiel geübt hast. Und das ist eigentlich das, was das Wichtigste ist bei so einem Zerrspiel. Aber hier möchten wir noch eine Sache unterstreichen. Ein Spiel ist für den Hund auch wirklich immer nur ein Spiel. Eine Ernstsituation sieht in der Regel meistens immer ganz anders aus. Das heißt, mit einem Zerrspiel kannst du zwar das Ganze trainieren und aufbauen, das sind so die ersten Schritte, und sogar ein Zerrspiel kannst du auch bis hin zu einer Ernstsituation bringen, denn es gibt nämlich Zerrspiele, die du da halt mit Duft nochmal ansprühen kannst, wo die Hunde dann wirklich das Gefühl haben, dass es wirklich eine richtige Beute ist. Und so kannst du halt auch eine Ernstsituation richtig simulieren und dementsprechend vielleicht in Zukunft nach Bedarf auch den Hund beibringen. Aber in der Regel ist es so, dass wir nur normale Zerrspiele haben und die Hunde wirklich nur auf das Spiel konditioniert sind. Und es ist so, achtet auf jeden Fall drauf, wie sehr euer Hund Lust oder nicht Lust hat. Wir merken zum Beispiel, dass Amalia total Bock drauf hat. Und dann gibt es natürlich so Hunde wie Vito, die mal mehr, mal weniger motiviert sind. Von daher passt es immer eurem Hund an, wie sehr er das Bedürfnis überhaupt hat und wie sehr er Lust darauf hat. Es geht nicht darum, dass du den Hund dazu zwingst zu beißen, sondern es geht darum, wenn der Hund dieses Bedürfnis hat und wenn er diese Triebe hat, dass diese Triebe auch gestillt werden. Genau, gestillt werden und nicht unterdrückt werden, weil oft hört man, oh, mit solchen Hunden darfst du solche Spiele gar nicht machen, das ist zu gefährlich, und das ist eben halt nicht so. Es ist gefährlich, wenn ein Bedürfnis unterdrückt wird, denn wenn dann eine Ernstsituation passiert, dann hast du überhaupt keine Kontrolle über diesen Hund. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass der Hund mit bestimmten Erfahrungen lernt. Hat er diese Erfahrung nicht, dann wird er auch nicht lernen. So, jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigsten Punkt bei Zerrspielen. Und zwar geht es hier jetzt um die Regeln, damit du überhaupt ein kontrolliertes und auch ein gutes Zerrspiel aufbauen kannst. Gerade so, wenn man Zerrspiele im Kopf hat, denken viele ja an diesen Pitbull, wie er irgendwo dranhängt und da total wild rumbeißt. Und an dieser Stelle müssen wir sagen, ja, das ist auch ein Zerrspiel, aber hier geht es primär um den Muskelaufbau. Wir möchten in diesem Video eigentlich mehr das Zerrspiel zwischen Mensch und Hund beschreiben, also quasi die Interaktion, weil gerade diese Interaktion zwischen Tier und Mensch ist extrem wichtig in diesem Fall. Nur wenn es diese Interaktion zwischen Hund und Mensch gibt, nur dann können auch Trainingserfolge erscheinen, weil eben der Mensch noch gewisse Erziehungsmaßnahmen mit einbauen kann. Aber zum Training mit der Springpole, sprich da, wo der Hund sich festbeißt, in Anführungszeichen, darüber werden wir ein extra separates Video, weil das ist eine indirekte Interaktion mit dem Menschen, denn der Mensch steht nebenan und nicht mittendrin. Dazu wird es ein extra Video geben.
Und bevor du ein Zerspiel mit deinem Hund beginnst, sollten wir jetzt ganz klare Regeln definieren. Und diese Regeln werden wir jetzt gemeinsam durchgehen. So, Regel Nummer 1 ist, dass du und dein Hund eine definierte Beziehung zueinander habt. Das bedeutet, dass dein Hund dich respektiert und sich nach dir orientiert. Wenn ein Hund sich nicht nach dir orientiert, dann solltest du erst daran arbeiten, dass ihr eure Beziehung stärkt. Auch nur, wenn dein Hund dich respektiert, respektiert er auch, dass du bestimmst, wann er überhaupt beißen darf. Und diese Beziehung basiert eben darauf, dass der Hund quasi sich nach dir orientiert. Das heißt, du gibst vor, wie das Ganze verlaufen soll. Man sieht es jetzt hier an Vito, er guckt geduldig, bis ich ihm quasi sage, was zu tun ist. Regel Nummer 2 ist eine Grundgehorsam. Der Hund sollte eine bestimmte Art von Basics an Kommandos kennen, unter anderem auch das Kommando, dass er darf und das Kommando, dass er aufhören soll. Hier ist es wirklich sehr wichtig, dass du darauf achtest, dass der Hund nicht willkürlich von selbst drauf losgeht, sondern erst dann anfängt, wenn du es sagst und aufhörst, wenn du es sagst. Amalia? Ihr habt jetzt hier gesehen, das wäre jetzt fast ein Fehler gewesen, weil sie selbst entschieden hat oder wollte selbst entscheiden, hat aber gemerkt, oh, ich darf gar nicht. Was? Jetzt kommen wir zu Grundgehorsam, wann sie aufhören soll. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann solltet ihr das erstmal vorher üben. Aus! Und das ist ein gutes Training auch für die Impulskontrolle. Das heißt, der Hund würde gerne, aber muss sich beherrschen, etwas zu warten und dann erst nach dem Kommando starten zu können. Aber ein wichtiges Aus muss austrainiert werden und dazu werden wir später irgendwann mal auch nochmal ein Video machen, weil dazu haben wir, glaube ich, noch kein Video gemacht. So, drittens. Es gibt immer eine Interaktion zwischen dir und deinem Hund. Das heißt, es gibt dann noch ein Spielzeug und der Mensch hält dieses Spielzeug und der Hund versucht daran zu zerren. Was? Fein. Fein. Was? 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 Als weitere Variante zu diesem klassischen Zerrspiel, wo ich als Mensch dagegen anhalte, dass der Hund zerrt, gibt es natürlich auch noch die Flirt Pole bzw. die Reizangel und die Spring Pole. Das ist eben das, wo der Hund sich von oben vertikal dranhängt und daran zieht. Das kann auch mit einer Interaktion von einem Menschen geschehen. Das haben wir schon in einigen Videos gezeigt, aber darum geht es jetzt hier gerade nicht. Und dazu werden wir dann nochmal ein extra Video machen. Die Regel Nummer 4 ist, der Erregungszustand des Hundes darf nicht zu weit oben sein. Denn wenn das der Fall ist, dann ist der Hund nicht mehr ansprechbar. Und der Hund muss einfach ansprechbar sein, damit er auch auf die Kommandos reagiert, die du ihm gibst. Und jetzt zeigen wir euch, was wir mit einem Erregungszustand meinen. Das passiert in der Regel so, bei ihr, noch ist sie ruhig, aber wenn wir sie richtig in den Trieb reinbringen und der Erregungszustand nach oben geht, dann werdet ihr sehen, wie das Ganze jetzt passiert. Wir haben jetzt Amalia extra angeleint, hinten angeleint. Das ist extra dafür gedacht, wenn sie mal ein bisschen im Zug ist, dass sie sich dabei nicht verletzt. Und jetzt versuchen wir mal, den Erregungszustand sehr weit nach oben zu bringen. Der Grund dafür ist, wenn dein Hund in diesem krassen Erregungszustand sich befindet, es ist gut, es soll er auch so sein, aber immer nur so viel, dass er noch ansprechbar ist. Und bei ihr wissen wir, wenn sie in einem sehr hohen Erregungszustand ist, bei einem Beutespiel ist sie immer noch ansprechbar. Aber wenn du merkst, dass sie oder dass dein Hund dann auf einmal nicht mehr ansprechbar ist, dann solltest du mit der Interaktion, mit dem Spiel einfach einen Gang runterschalten. Wir zeigen euch jetzt mal, wie der Erregungszustand von unten nach oben aufgebaut wird. Und wenn der Erregungszustand unten ist, dann kannst du immer einen Step nach oben arbeiten, bis wirklich gar nichts mehr geht. Und jetzt schauen wir mal, wie weit Amalia kommt. Und wenn du den Erregungszustand immer einen Schritt nach oben aufbauen möchtest, dann ist es umso wichtiger, dass das Aus zu 100% funktioniert. Denn wenn der Hund in einem sehr hohen Erregungszustand ist, dann kann es sein, dass das Aus ein bisschen länger dauert. So, Level 1, ganz locker, ich gebe ihr nur das Kommando. Was? Sie beißt ganz ruhig rein, der Schwanz wedelt ganz locker, sie wird immer fester und ich bin ruhig auch in meinen Bewegungen. Aus. Und ihr merkt, sie hat langsam losgelassen. Jetzt mache ich sie ein bisschen schärfer,
indem ich selbst mit meiner Stimme auch arbeite und mit meiner Körpersprache auch arbeite. Stufe Nummer 2. Ihr merkt, sie leckt sich schon die Lefzen. Das. Ui, jawohl. Arbeite ein bisschen mehr mit der Stimme. Arbeite ein bisschen mehr dagegen. Jawohl. Ihr merkt, der Schwanz bewegt sich immer mehr und mehr. Aber, und sie fängt an zu knurren. Ein wichtiger Punkt, ob du siehst, ob der Hund extrem erregt ist, sind die Pupillen. Ihr könnt jetzt bei ihr sehen, die Pupillen sind noch relativ klein. Aber wenn sie richtig im Trieb ist und richtig, wenn der Erregungszustand sehr hoch ist, dann gehen die Pupillen auf. Und jetzt versuchen wir mal, den Erregungszustand so hoch zu bekommen, dass die Pupillen nach oben gehen, also sich erweitern. Aus! Und ihr könnt sehen, das Aus funktioniert immer noch. So, und jetzt arbeiten wir darauf hin, den Hund extrem in Rage zu bringen. Amalia, indem wir das Kommando geben, aber sie frustriert wird, weil sie nicht drankommt. Das geht! Ja! Das, ja. Jetzt kannst du die Pupillen zeigen. Jawohl, komm. Jetzt könnt ihr sehen, die Pupillen, die gehen schon auf. Jawohl, komm. Zack, 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 zack. Jawohl. Aus. Sehr gut. Fein. Also, das habt ihr jetzt gesehen. Sie war von Erregungszustand, habe ich sie jetzt noch weiter nach oben gebracht. Das ist eine Motivation auch im Spiel. Aber nur, wenn das Aus sicher funktioniert. Wenn du merkst, dass der Hund nur noch beißt und nicht mehr aufhört, Spiel abbrechen. Impulskontrolle üben, viel mehr ausüben, Eingang runterschalten. Wir lieben Zerspiele deswegen so sehr, weil man damit total unterschiedliche Trainingseffekte erzielen kann. Der erste Effekt, der sich sehr positiv auf die Hunde auswirkt, ist die Impulskontrolle. Impulskontrolle, da haben wir mal ein Video dazu gemacht, wie man das Ganze auch aufbaut. Schaut euch das gerne mal an. Zweitens ist natürlich die Signalkontrolle. Das heißt, du gibst ein Startsignal, du gibst ein Abbruchsignal und du bestimmst das Ganze. Das heißt, der Hund muss seine Grundgehorsam darin üben. Drittens ist die Kontrolle der Erregungsphase deines Hundes. Bedeutet, wenn der Hund wirklich mal extrem in Rage ist, dass du den Hund auch in dieser Hinsicht gut trainieren und aufbauen kannst. Gerade Hunde, die sehr erregt sind, die werden mit dieser Art von Training, wenn man das richtig aufbaut, sehr viele Vorteile mit sich bringen. Und viertens, und das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, den viele außer Acht lassen, ist natürlich der Aufbau von Selbstvertrauen. Es gibt sehr viele unsichere Hunde und unsere Amalia zum Beispiel gehört zu diesen Hunden, als wir sie bekommen haben oder bis heute hat sie es ab und zu noch, dass sie recht geduckt läuft, wenn man irgendwie ihr etwas sagt, dass sie sehr sensibel drauf reagiert. Und das ist natürlich wichtig, weil ein Hund durch solche Zerspiele auch lernen kann, welche Kräfte er einsetzen kann, wie er sie einsetzen kann und man sehr viel natürlich mit Bestätigung arbeitet. Und das baut enorm das Selbstwertgefühl oder das Selbstvertrauen des Hundes auf. Und das ist für viele unsichere Hunde ein richtig wichtiger Mehrwert. Aber du brauchst keine Angst zu haben, das Ego deines Hundes wird jetzt durch Zerspiele nicht total hinauswachsen und es ist jetzt nicht ein riesen Ego-Ding, sondern es ist wirklich nur, dass der Hund weiß, was er selber bewirken kann und wie das Ganze mit dieser positiven Bestätigung, die du in einem Zerspiel aufbaust, wie er sich selber einschätzen soll. So, kommen wir jetzt natürlich zum letzten Punkt. Wie beende ich überhaupt ein Zerspiel? Und erstens ist es so, dass du natürlich mit deinem Abbruchsignal das Zerspiel beendest. Wir bauen da ein klares Aus ein. Und der Hund weiß, dass er dann beenden soll. Ihr seht, wie du guckt mich schon an. Und dann kann ich direkt wieder das Startsignal geben, indem ich sage, Fass. Aus. Fein. Fass. So, Paulina hat euch jetzt die erste Variante gezeigt, wie man das Ganze dann beenden kann, indem du einfach ein Aus sagst. Die zweite Variante ist, dass du dem Hund die Beute gibst. Und wenn er einmal die Beute für sich gewonnen hat, dann wird er sie zerren, durch die Gegend rumlaufen und fühlt sich richtig gut dabei. Und das ist für ihn natürlich eine Bestätigung, weil er für etwas arbeitet, weil er es haben möchte. Und in dem Moment, wo wir loslassen, gewinnt er und er fühlt sich gut dabei. Und das ist ein Mythos, das viele Leute in der Vergangenheit mal behauptet haben, lass den Hund bloß nicht gewinnen, weil sonst der Hund das Gefühl hat, dass er über dir steht. Vollkommener Bullshit. Es geht wirklich darum, wenn du eine gute Beziehung mit dem Hund hast und wenn die Regeln und wenn die,
Hierarchie gut aufgeteilt ist, wo der Hund schon weiß, wer das Sagen hat und wer das ganze Spiel führt, dann wird es nicht so sein. Im Gegenteil, der Hund fühlt sich dann auch gut, mal selber zu gewinnen. Wie das Ganze aussieht, zeigen wir euch jetzt. Und hier ist es so, dass der Hund auch weiß, dass es sich um ein Spiel handelt und dass es keine echte Beute ist. Was? Und jetzt zeigen wir euch auch, zu welchem Zeitpunkt du loslassen solltest. Nicht in dem Moment, wo der Hund gerade so beißt, sondern erst in dem Moment, wo er anfängt zu fetzen und zu zerren. Da solltest du loslassen. Da ist wirklich der genaue Moment sehr wichtig. Pass! Jawohl! Fein, Vito! Fein, Junge! Ja! Und da siehst du mal, was ein Ego-Push der gerade hat. Und wie du jetzt sehen konntest, ist natürlich Zerren eine richtige Power-Aktivität. Aber es ist nicht nur eine körperliche Auslastung für deinen Hund, sondern wenn du es natürlich auch mit Signalwörtern und dem Grundgehorsam kombinierst, ist es auch eine geistige Auslastung. Du hast also zwei sehr wichtige Auslastungen für deinen Hund in einem Spiel kombiniert und das ist natürlich ideal. Das heißt, so Zerrspiele können einfach auch mal super eingesetzt werden, wenn man seinen Hund für eine sehr kurze Zeit oder in einem sehr kurzen Zeitrahmen extrem gut auslasten möchte, sowohl geistig als auch körperlich. Und dann könnt ihr einfach mal richtig powermäßig zerren miteinander, das Ganze kombinieren eben mit einem guten und festen Aus und vielleicht sogar noch mit anderen Signalen, das wird euch der Louis gleich nochmal zeigen. Und dann habt ihr euren Hund perfekt ausgelastet. Besser geht's gar nicht. Vito ist der beste Beweis, ja? Ein weiterer Punkt, weshalb wir Zerrspiele sehr lieben, ist die Belohnung. Wenn die Motivation von einem Zerrspiel beim Hund sehr hoch ist, dann kannst du Leckerlis ersetzen. Das heißt, der Hund wird alles für dich tun, damit er sein Zerrspielzeug bekommt. Und jetzt müssen wir erstmal eine Sache schauen. Wir zeigen euch, wie das Ganze funktioniert. In der Vergangenheit war das so, dass Amalie den Ball extrem geliebt hat. Erstmal müssen wir herausfinden, was sie geiler findet gerade in diesem Moment. Und dann schauen wir einfach, wenn wir jetzt das Kommando sagen, Fass, worauf sie losgeht. Und da, wo sie mehr drauf Bock hat, werden wir dann im Endeffekt später als Belohnung benutzen. Amalia? Fass! Jawohl! Aus! Ihr habt gemerkt, in dem Moment, wo ich ausgesagt habe, hat sie sofort den Ball hinterhergeschaut. Das liegt daran, dass wir in der Vergangenheit so mit ihr trainiert haben. Erst wenn sie gefasst hat und ich aussage, bekommt sie die Belohnung. Also, der Hund gibt mir schon den Ansatz, in welche Richtung ich gehen soll, also werde ich es auch genauso umsetzen. Das heißt, ich spiele, lasse sie zerren, gebe ihr aus und in dem Moment, wo sie ausmacht, bekommt sie das Spielzeug. Alia? Was? Jawohl! Uiuiuiui! Was? Jawohl! Ihr habt gemerkt, sobald ich das ausgesagt habe, ist sie sofort mit dem Blick auf den Ball gewesen. Jawohl! Fein, Amalia. Was? Was? Ja! Und so baust du natürlich auch das Aus auf. Was? So, jetzt haben wir ein Tauschgeschäft gemacht. Nachdem sie aufgehört hat und freiwillig losgelassen hat, nachdem ich ihr das Kommando gegeben hat, hat sie losgelassen und sie hat den Ball bekommen. Jetzt ist es so, wir geben ihr ein bestimmtes Kommando, Sitz, Platz, Bleib, Hier oder Fuß. Und sie wartet dann auf ihren Ball. So, jetzt geben wir ihr ein Kommando. Und in dem Moment, wo sie das Kommando richtig gemacht hat, entweder geben wir ihr das Spielzeug oder wir zerren und spielen mit ihr. Amalia? Platz! Amalia? Sitz! Fuß! 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 Amalia? Fuß? Fuß? Fein, und los geht's. Jawohl. Fuß. Jetzt warte ich nur darauf, bis sie mich anguckt und dann mitgespielt. Fein. Hui. Und so loben wir den Hund oder bestätigen den Hund
wenn sie ein bestimmtes Kommando richtig gemacht hat, mit einem Zerspiel oder beziehungsweise mit einem Spielzeug, wenn ich es dann loslasse. Jawohl! So, wir haben euch jetzt gezeigt, wie ihr ein Zerspiel aufbaut, welche Regeln ihr beachten müsst oder solltet auf jeden Fall und wie das Ganze dann aussieht. Welches Spielzeug du für das Zerspiel benutzt, ist komplett dir überlassen. Wir benutzen in der Regel meistens immer eine Beißwurst, die gibt es einmal aus Jute, aus Baumwolle oder aus Leder. Ansonsten kannst du auch einen Puller benutzen, den Standard für etwas, ja, ich sage jetzt nicht kleinere Hunde, sondern auch schon für größere Hunde, aber für richtige Beißer wie jetzt ein Pitbull, ein Bulldog oder sonstiges, dann gibt es den Puller Maxi, kann man auch dafür verwenden, ein Hetzleder. Es gibt wirklich unzahlreiche Spielzeuge, die du für das Zerspiel benutzen kannst. Zum Thema Spring Pole, wie die Hunde sich an etwas festbeißen, dazu werden wir ein extra Video machen, weil es ist auch so, dass nicht jeder Hund sowas machen kann und sowas baust du auch auf, weil die Beißkraft erstmal trainiert werden muss. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Schritte, die man anwenden muss, bevor es dazu kommt. Genau das gleiche gilt übrigens auch für die Reizangel. Das heißt, das werden wir euch auch nochmal zeigen, wie das mit der Spring, mit der Flirt Pole aussieht. Genau. Und falls du jetzt das Gefühl hast, dass wir die Hunde damit aggressiv machen, schau dir dieses Video an. Kommando Fass, wir machen die Hunde scharf. Kannst du dir gerne mal anschauen. Dazu haben wir ein extra Video gedreht und auf jeden Fall sehr interessant und spannend für dich. Also teilt es auf jeden Fall unten in den Kommentaren mit, ob ihr auch so gerne oder ob eure Hunde auch so gerne Zerspiele machen. Welche Spielsachen oder welche Zerspielzeuge ihr dafür verwendet. In diesem Sinne, halt die Ohren steif. Immer der Nase nach. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, tschüss. Ciao.